Ja, moin moin ihr Verrückten. Wie im Unboxing angekündigt, werde ich jetzt mal die zwei verschiedenen Chargen der Funke A-Böller testen. Das ist einmal, gucken wir mal, genau, die ganz neue Charge 21E. Das Backcover hat ja auch ein bisschen der Malte umgestaltet, beziehungsweise die Jungs in China. Und dann haben wir hier noch einmal die alte Charge, die Funke 20D. Gucken, ob ich das auf der Hand kriege, dass man mal vergleichen kann. Ja, ich denke, man sieht, der Schallerzeuger ist nach links gewandert von rechts. Hier unten, da die CE-Angaben und die Losnummern sind auch ein bisschen anders aufgeteilt als oben. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der alten Charge und danach machen wir die 21E hinterher. Alles ein bisschen kompliziert, eine Hand, aber naja, gut. So, dann schauen wir uns die gleich mal an. Vielleicht ist es auch ganz interessant, die nochmal nebeneinander sich anzugucken. Das Päckchen hat es komplett zerlegt. Also man sieht, jetzt sieht man es, dass der Malte wieder zum altgewohnten Farbdesign gekommen ist bei der neuen und das Grün wieder ein bisschen mehr ins Blau geht. Aber ich sagte ja schon, dass ich die neue Charge irgendwie von der Verarbeitung hinten etwas feiner finde. Ob das jetzt beim Knall auch so ist, wird sich zeigen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der 20D-Charge. Oh ja, sehr druckvoll. Dann die 21E hinterher. Oh, der war besser. Den fand ich besser. Okay, das war bisher der lauteste. Und wenn man mal guckt, was so ein kleiner A-Böller hier für einen Krater sprengen kann, das gibt's doch gar nicht. So, dann geben wir der 21E-Variante noch mal eine Chance. Okay, absolut vergleichbar. Der war auch wirklich sehr laut, ein bisschen höher vom Ton, aber ja, auch sehr laut. Vielleicht ist die alte Charge ein bisschen dumpfer, die neue ein bisschen höher. Aber ich habe ja zum Glück schon die 22er Muster zugeschickt bekommen. Wenn wir uns die mal anschauen. Ja, da hat Ling Wang wieder ganze Arbeit geleistet. Ling Wang sagt, er ist auch Mitarbeiter von der Funke Co. KG und hat mir das 22er Gerät schon mal zur Verfügung gestellt. Also Weltpremiere sozusagen. Mal gucken, ob die 22er dann noch besser werden. Okay. Alter, zünden relativ schnell durch, aber jetzt piept's. Jetzt piept's. Zerlegen auch komplett. Okay. 22. Freut euch schon mal auf das Jahr 22. Mit diesen Emotionen gebe ich ab. Auf Wiedersehen. Die Reha hat's verschreckt. Naja, sind ja keine Hunde. Zum Glück. Bis dann.